Okay, dann starten wir jetzt auch rein, würde ich sagen. Ich mache mal hier die Musik weg. So. Okay, so passt es ja vom Sound her, ne? So, den löschen wir nochmal, den Spielstand. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Okay, Freunde, damit geht's los. 100 Tage Subnautica. Auf geht's. Als erstes tun wir erstmal alles hier löschen. So. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier abgeht. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive, to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Vielen Dank, Madam. So. Und dann geht's auch schon los, Freunde. Wir tun jetzt als allererstes einmal den Feuerlöscher. Okay, den kann ich hier drinnen nicht droppen. Dann gehen wir erstmal, würde ich sagen, raus, nachdem wir uns jetzt hier umgeschaut haben. Hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Stuff, Vorräte. Ja, zwei Wasserflaschen und was zu essen nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Hier haben wir unseren Fabricator. Da können wir Sachen dran herstellen. Und hier kriegen wir Medikits raus. Sehr schön. Und das ist der Planet, auf dem wir uns jetzt befinden werden, die nächsten 100 Tage. Ihr seht, sehr viel Wasser, wenig Land. Und da ist unser abgestürztes Raumschiff. Okay, let's go. So, jetzt tun wir erstmal den Feuerlöscher weg, weil den brauche ich nicht. Mit dem kann ich nichts anfangen. Und ich glaube, ganz oben in der Liste steht jetzt erstmal, dass wir uns ein wenig für die Gefahren, die der Planet zu bieten hat, vorbereiten. Dementsprechend, oberstes Ziel ist jetzt erstmal eine vernünftige Behausung zu erbauen. Oh, einfach mal so ein bisschen das mitnehmen, was man hier so findet, ne? Oh. Oxygen. Schnell hochtauchen. Wir brauchen wieder ein bisschen Luft. Und es geht wieder runter. Da haben wir den nächsten. Komm schon. Komm her. So, das ist mein Mittagessen, mein erstes. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier so ein bisschen was an Kupfer oder so finden. Irgendwelche Erze, womit wir dann noch ein bisschen was craften können. Weil lange halten wir es jetzt momentan noch nicht unter Wasser aus. Guck mal, da haben wir Schrott. Den nehmen wir mit. Unseren ersten Schrott. Da liegt sogar noch mal ein bisschen Schrott. Den nehmen wir einfach direkt mit.
Ah, okay. Dich nehme ich auch mal mit. Sieht ein bisschen eigenartig aus, aber... Oh. Oxygen. Oh, das könnte sehr knapp werden. Geschafft. Okay, wir müssen hier mal ganz schnell rein. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was craften, ne? So, was brauchen wir denn? Ja, wir machen als erstes erstmal die Standard-Tauchflasche. Damit wir einfach jetzt ein bisschen länger unter Wasser aushalten. Ganz, ganz wichtig. Das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Und dann brauchen wir mal ein bisschen was zum Snacken hier. Wir haben zwar unsere Vorräte, die sind aber auch gut haltbar. Alles klar, Ma'am. Dankeschön. So, jetzt tun wir erstmal das hier. Essen. Zack, zack. So, dann sind wir mit Food wieder voll. Ich würde sagen, die tun wir auch direkt rein hier. Die tue ich gar nicht groß aufbrauchen. Wasser müssen wir, glaube ich, im Moment auch noch nichts trinken. Das packen wir dann auch erstmal rein. Hier diese Säurepilze und so, das tue ich auch mal rein. Wir haben sogar noch einen Schrott. Den tue ich jetzt noch zu Titan verarbeiten. Damit wir da auf jeden Fall auch genug am Start haben. Kommt das auch hier rein. Und dann geht's wieder in die Tiefen. Sehr schön. So, jetzt gucken wir, dass wir mal hier erste Sachen besorgen, wie Kupfer und so. Jetzt halte ich auch schon direkt ein bisschen länger unter Wasser aus, ne? Können wir direkt erstmal ein bisschen länger den Atem nutzen und ein paar tiefere Tauchgänge machen. Oh, ich glaube, wenn man diese Blubberblasen... Ja, genau, die geben einem Sauerstoff. Ah, hier haben wir was. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Dankeschön, Ma'am. Die gibt auf jeden Fall immer sehr hilfreiche Tipps. Okay, ich würde sagen, wir tauchen erstmal kurz auf. Das sieht so krass aus, alles hier. Okay, hier haben wir riesige Seetangfelder. Da unten sind auch schon irgendwelche Kreaturen. Wir sammeln jetzt mal hier ein paar von den Schlingpflanzen. Daraus können wir nämlich auch wieder wichtige Sachen herstellen. Und dann machen wir uns jetzt weiter auf die Suche. Wir brauchen auch immer genug Nahrung. Deswegen, wenn wir hier so einen Glubschi kriegen, dann nehmen wir den einfach mit. Glubschis sind immer gut. Hier haben wir auch wieder Erze und alles. Oh, Quarz nehmen wir mit. Ich glaube, jetzt ist wieder die Zeit gekommen, um aufzutauchen und ein bisschen Luft zu holen. Und es geht wieder runter. Oh Gott! Schnell weg da! Junge, 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 Junge. Die kommen immer sehr plötzlich aus dem Hinterhalt. Muss man ein bisschen aufpassen. Wir brauchen mehr Erze. Oh, guckt euch mal an, wie prächtig das hier aussieht. So eine schöne Unterwasserwelt. Da haben wir die nächsten Erze. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück hier in unsere Kapsel.
Und dann schaue ich mal, was ich damit anfangen kann, mit dem, was ich so erbeutet habe. So, was haben wir denn hier Feines? Also, es gibt die Schwimmflossen. Da brauche ich zweimal Silikon für. Das kann ich sogar herstellen. Zack, haben wir zweimal Silikon. So, dann machen wir jetzt direkt erstmal ein paar Schwimmflossen. Damit hat sich nämlich die Sache erledigt. Dankeschön, Madame. Dann gucken wir, dass wir jetzt Glas bekommen. Das haben wir auch schon am Start hier. Einmal. Ich brauche aber für eine noch bessere Tauchflasche nochmal Glas. Und wir brauchen Silbererz. Und wir braten uns jetzt erstmal hier den Fisch. Da machen wir uns nochmal ein bisschen Wasser. Und damit bin ich auch wieder bestens versorgt. Dann tun wir den Rest, den ich jetzt hier habe, von dem Stuff erstmal da rein. Die Schlingenpflanze verarbeite ich jetzt zwei Stück nochmal zu Silikon. Und dann machen wir nochmal Schmierstoff. Dann haben wir davon auch ein bisschen was auf Lager. Fahrzeuge und... Ah, okay, dankeschön. Okay, der ist bei 88%. Und jetzt ist es stockdunkel. Jetzt sehen wir gar nichts mehr. Was brauche ich für eine Lampe? Ich glaube, für eine Lampe brauchen wir Glas. Und eine Batterie. Wait, das müssten wir eigentlich herstellen können. Sonst können wir nichts sammeln. Da sehen wir nichts, Leute. Wir müssen uns eine Taschenlampe herstellen. Energiezelle. Los geht's. In den dunklen Ozean. Den ersten Tag haben wir schon erfolgreich überstanden. Jetzt geht es rüber zum zweiten Tag. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir einiges an Quarz mitgenommen kriegen, wenn wir welches finden. Ich brauche nämlich zweimal Glas. Und wir müssen Silber holen. Silber ist auch wichtig. Kurz auftauchen, um Luft zu holen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier hinten nochmal gleich. Ich glaube, da in die Richtung ist das. Da sind die Seetangfelder. Dann gucken wir uns da nochmal um, ob wir was finden. Wir müssen auch noch so einen Scanner bauen. Es gibt viele Dinge, die wir jetzt direkt hier am Anfang erledigen müssen. So, dann schauen wir uns mal hier um. Gold haben wir gefunden. Was haben wir hier Feines? Titan. Boah, nicht nach mir schnappen hier. 30 Sekunden nur noch. Sauerstoff. Okay, wir gehen hoch. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Werde ich machen, Madam. Kein Problem. Danke. Ich bin hier schon voll dabei, alles zu untersuchen, was geht. Ich bin hier gerade verzweifelt auf der Suche nach Silbererz. Wenn du dafür einen Hinweis für mich hast, dann kannst du ihn gerne droppen. Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules. Ah, danke für die Information. Da haben wir jetzt welches gefunden. Jetzt müssen wir nur noch Quarz kriegen. Quarz ist jetzt die nächste wichtige Ressource, die wir brauchen.
Das hier ist alles Salz. Frische Luft geholt hier. Und weiter geht's. Hier müssen wir doch irgendwo Quarz finden. Ich spür's. Hier gibt es jede Menge Quarz. What the hell, was ist das denn? Lass mich in Ruhe, ich bin freundlich. Ja, Madam, ich hab's gehört. Ich tauch hoch. Ich beeile mich. Okay. Oh. Schnell in die frische Luft. Wir haben das Quarz. Jetzt geht's zurück. Tag 2 ist mittlerweile angebrochen. Okay. Dann schauen wir mal. Wir brauchen 2x Glas. Dann nehmen wir natürlich hier Titan raus. Bisschen Silikon. Schmierstoff, Kupfer. Da nehmen wir jetzt erstmal gut alles raus an Materialien. Jetzt gibt es erstmal noch... Moment. Die müssen wir einmal kurz ausziehen. Die noch bessere Tauchflasche mit hoher Kapazität. So, jetzt geht die nämlich schon bis 135. Sehr schön. Die Schwimmflossen haben wir schon. Was wir jetzt als nächstes machen, ist auf jeden Fall... eine Batterie und der Scanner wird gebaut. Den brauchen wir. Wichtig. Der kommt natürlich auch auf die 1. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Höhlenschwefel brauchen wir. Alles klar, dankeschön, Madam. Ich weiß Bescheid. Höhlenschwefel weiß ich, wo ich das kriege, wahrscheinlich. Ich könnte jetzt nochmal schauen. Es gibt nämlich hier auch noch so ein kleines Messer. Dann können wir uns ein bisschen wehren. Da brauchen wir nur Silikon und Titan. Das haben wir ja beides. Zu Genüge. So, das kommt dann hier rein. Zack, das kommt auch hier rein. So, dann stellen wir uns jetzt hier so ein kleines Messerchen her. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. Dann können wir uns damit jetzt verteidigen. Alles klar, Madam. Ich mache mich auf den Weg. Los geht's. Wir brauchen ein bisschen Höhlenschwefel. Nehmen wir auch mal mit. Aua, du Drecksack. Okay, hier habe ich meinen Höhlenschwefel. Was seid ihr denn? Lass mich dich scannen. Was bist du? Ein Paddelkäfer. Riesenröhrenkoralle. Okay, wir werden versuchen, in diesen 100 Tagen so viel es geht hier zu scannen und von dieser Welt in Erfahrung zu bringen. Hirnkoralle. Kann ich dich scannen? Nein, ne? Euch kann ich scannen.
Dich kann ich auch scannen. Säurekapsel, Manati. Junge, sieht ein bisschen aus. Ein bisschen erinnert er mich an den Staubsauger von den Teletubbies, Nono. Der hat unfassbare Ähnlichkeiten mit Nono. Der sieht wirklich aus wie der Staubsauger von den Teletubbies im Gesicht. Der furzt alles voll. Das ist ja krass. Oh, warte, dich will ich auch noch scannen. Es gibt so viel an Wissen, das wir hier in Erfahrung bringen müssen. Glubschi werden wir auch noch, ey, der heißt sogar Glubscher. Ich habe den einfach nur Glubschi genannt, aber er heißt auch Glubscher. Sandhai. Okay, ein Hai, Boah, chill, chill, chill. Der rastet ja richtig aus. Ich hab ihn nicht gescannt, weil der so durch die Gegend, hier rastet. Ich hab ihn noch immer nicht. Der ist hier die ganzen Fische am Fangen. Oh, jetzt habe ich ihn. Sandhai. Einheimische Lebensform. Keine Sorge, ich lasse dich in Ruhe jetzt. So, die haben wir jetzt als nächstes gescannt. Schneiden wir uns erstmal ein bisschen was hiervon ab, oder? Zweimal reicht, ja. Okay, hier haben wir unser erstes größeres Wrack. Und hier gibt es auch Sachen, die gescannt werden müssen. Damit schalten wir nämlich neue Baupläne frei. Und die benötigen wir, um weiter Progress zu machen. Sehr schön. Muss aber auch immer schauen, ob hier noch irgendwelche Sachen liegen. Zum Beispiel das hier kann man auch scannen. Oh. Pirscher. Ah, mit einer gewissen Distanz sollte man die beobachten. Die spielen auf jeden Fall gerne mit dem Schrott. Oh, 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 der hat's auf mich abgesehen. Mach, dass du wegkommst. Oh, ich habe einen erledigt, glaube ich. Nee, die hauen ab, okay. Ah, die haben jetzt einen gewissen Respekt vor mir. Hier haben wir noch was, das scannen wir auch mal. Gravitationsfalle. Scheibenkoralle. Jetzt haben wir schön ein paar Sachen gescannt. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg wieder zurück zu meiner Kuppel. Und dann werde ich mir jetzt den schönen Bauplan, den ich erhalten habe, anschauen. Und rein da. Fasergewebe, okay. Pfadfinderwerkzeug. Ah, damit kann ich mir einen Weg aus Höhlen markieren, okay. Geräte. Seegleiter.
Okay, wir brauchen eine Batterie, Schmierstoff, Kupferdraht, Titan. Wir haben Kupfer auf jeden Fall, Schmierstoff, Titan. Leute, das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe sehr gut vorgesorgt. Mit dem ganzen Stuff, den ich hier habe, können wir uns unser erstes Fortbewegungsmittel bauen, den Seegleiter. Und damit bin ich jetzt schon schneller unterwegs. Will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Alles klar, Madam. Ich möchte jetzt aber gerne auch noch das hier mir craften. Das heißt, da muss ich noch ein Silikon und Titan rausnehmen. Oh. Und dann machen wir jetzt ein Reparaturwerkzeug. So, und jetzt kümmern wir uns erstmal darum, hier unsere Kapsel in Schuss zu bringen. Lifepod Secondary Systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. Ich bring hier alles in Schuss, Madam. Oh, hier blinkt was rot. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Gut, ich glaube, das kann ich vergessen. Da werde ich jetzt nicht mehr so viel Hilfe kriegen. Jetzt packen wir den Seegleiter aus. Sehr schön. Ja, damit bin ich schon viel schneller unterwegs. Aber um tiefer tauchen zu können, müssen wir nochmal gucken. Da brauche ich noch wahrscheinlich was anderes. Und zwar die Maske. Da brauchen wir Fasergewebe und einen Kabelsatz. Das heißt, ich muss nochmal 2 Silbererz besorgen. Dementsprechend geht es jetzt wieder in die Seetangfelder. Die waren in die Richtung dann. Dann schauen wir mal. Brauchen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Silber. Jetzt kriegt er mich auch hier nicht so einfach. Jetzt bin ich nämlich was schneller unterwegs. Wo habt ihr mein Silbererz versteckt, Freunde? Nehmen wir nochmal mit den Schwefel. Silbererz. Oh, nicht nach mir schnappen, Freunde. Nehmt den Schrott zum Spielen. Ich bin nur nebenbei hier. Ich kann hier aber kein Silber gerade finden. Zumindest finde ich hier nicht mal irgendwelche Klumpen. Ah, hier. Blei. Nochmal Blei. Sind keine Klumpen mehr, ne? Doch da. Ah, nochmal ein Kupfer. Mal neu umschauen hier. Wo habt ihr das Silber versteckt? Ich bin mir sicher, dass es hier jede Menge Silber geben muss.
Einfach mal hier weiter entlang. Leider bis jetzt hier nichts mehr großartig gefunden. Da haben wir wieder was. Das war wieder ein Kupfer. Schade. Hier geht's nochmal in eine Höhle. Nochmal ein Titan. Gold. Hier haben wir ein Silber. Be advised. A common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Alles klar, Madame, das wird mir nicht so schnell passieren. Ich habe einen sehr guten Orientierungssinn. Okay, wir schwimmen erstmal wieder hoch. Oh, Tag 2 neigt sich langsam dem Ende. Zwei Tage dann schon überlebt hier. Immer noch bin ich verzweifelt auf der Suche nach mehr Silber. Das war leider ein Kupfer. Hier haben wir nochmal einen Titan. Mit dem Silber habe ich hier nicht sehr viel Glück momentan. Eins brauche ich auf jeden Fall noch. Ah, habt ihr hier so ein bisschen Silber versteckt? Das ist alles Salz, ne? Wenn es dunkel ist, dann ist schon ein bisschen schwieriger, hier was zu finden. Kennt man das nicht so gut. Ich schaue mich nochmal hier um. Ja, auch nochmal Quarz, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Blei. Titan. Nochmal ein Kupfer. Ja, da haben wir nochmal ein Silber. Sehr schön. Jetzt geht's zurück. Jetzt geht's erstmal zurück zur Kapsel. Oh, dich habe ich noch nicht gescannt, ne? Kaninchenrochen. So. Dann haben wir den auch. Und rein in die Kapsel. Oh, da ist es schon wieder am Leuchten. Das heißt, wir haben schon wieder eine Nachricht. Aber zuallererst einmal wird der Kabelsatz gebaut. Und dann brauchen wir ein Fasergewebe. Und damit wird jetzt die Maske, das Kreislauftauchgerät, gebaut. Und damit kann ich jetzt tiefer tauchen. Sehr schön. So, dann hören wir mal die Nachricht. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system and this grim looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg dorthin. Zu der Location. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen was zum Fuden mitnehmen und was zum Trinken. Essen und Trinken ist wichtig gerade.
Ich glaube, da haben wir noch einen kleinen Freund, den ich nicht gescannt habe. Stielauge. Ja. Dich habe ich auch noch nicht gescannt, glaube ich. Blasenfisch. Okay, wir sind schon wieder hier. In den Seetangfeldern. Zurückgelassener PDA. Oh. Integrating new PDA data. Wer hat mich hier attackt? Du warst das, ne? Beißer! Da sind auch schon riesige Viecher. Seemottenfragment. Ey, diese Beißer! Schnell hoch. Ah, Sauerstoff tanken. Und weiter geht's. Riffrücken. Ich habe übrigens das Wichtigste von allem noch nicht gescannt. Mich selber. Gesund. Danke, Madam. Das freut mich zu hören, dass ich gesund bin. Oh, was haben wir denn da? Feines. Ein riesiges Wrack. Das werden wir jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen. Da liegt was. Laserschneider. Direkt mal scannen. Was haben wir gemacht? Metallschrott tun wir auch mal scannen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Haben wir hier noch irgendwas, was ich scannen kann oder lohnt? Nee, ne? Schaue ich mich jetzt mal hier genauer um. Irgendwas zum Scannen? Oh, hier ist wieder ein PDA. Integrating new PDA data. Ah, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Luft schnappen. Ja, man, Quarz, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Quarz kann man immer gut gebrauchen. Und dann gucken wir uns jetzt mal hier unten um. Oh. Ich bin friedlich, lasst mich in Ruhe. Oh, wir haben hier wieder ein Seemottenfragment. Oh, der wollte mich gerade gut nach mir schnappen hier, der Kollege, ne? Da haben wir auf jeden Fall noch was zum Scannen. Scannerraumfragment. Boah. Oh, der ist ziemlich bissig nach mir gerade. Boah, was ist mit ihm denn? Lass mich doch in Ruhe. Das haue ich mir jetzt erstmal rein. Okay.
Oh, hier geht's auf jeden Fall sehr tief runter. Es sieht so aus, als wenn ich da noch nicht bereit bin für. Hier haben wir nochmal ein Laserschneiderfragment. Nehmen wir auch natürlich schön mit. Hier auch nochmal Quarz. Alles mitnehmen, was wir hier so finden nebenbei, ne? Auch nochmal Quarz. Oh, da liegt irgendwas im Wasser noch hier. Im Boden. Boah! Bioreaktorfragment. Okay, mitgenommen. Ah, auftauchen. Ja, ich bin an der Oberfläche. Und es geht wieder runter. Quantenexplosion. Ah, danke für die Vorwarnung, Madame. Laserschneider. Okay, das hatte ich untersucht, ne? Hier sind auf jeden Fall mehrere Löcher, die sehr in die Tiefe gehen. Was haben wir denn hier Interessantes liegen? Scannerraumfragment. Zack, haben wir das mit. Hier auch nochmal Laserschneider. Oh, das sieht nach einem Seemottenfragment aus. Einer Seemotte. Damit haben wir die jetzt komplett gelernt. Oh, da haben wir noch einen Wrack. Ah, ich glaube, ich muss erstmal wieder zurück. Mein Seegleiter hat keinen Saft mehr. Erstmal zurück. Ich muss auf jeden Fall wieder eine neue Batterie für meinen Seegleiter herstellen. Der braucht ein bisschen Dampf wieder. Da war ich schon ziemlich weit entfernt, auf jeden Fall. Wie sieht's mit meinem Essen aus? Ist das noch haltbar? Ja, okay, sehr gut. Werden wir nämlich jetzt dann gleich schön braten. Dann was fuhen, damit wir wieder schön voll sind. So. Oh, da haben wir auch schon wieder eine Nachricht. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Three out. Signal location uploaded to PDA. Alles klar, Madame. Ich mach mich auf den Weg. Ich tu noch snacken. Sehr schön. Trinken. Ist wichtig. Immer genug trinken.
Dann haben wir doch bestimmt schon wieder hier, ja, sehr gut. Eins habe ich noch auf Lager, das kann ich dann benutzen. Okay, dann schauen wir mal, wie sieht's mit meiner Ausrüstung aus. Okay, den werde ich auf jeden Fall erstmal noch nicht bauen können. Schubkanone, Bestandteile unbekannt, Konstruktionswerkzeug. Okay, das sieht hier noch nicht so aus, als wenn ich irgendwas hiervon bauen könnte und auch müsste. Dann tun wir erstmal ein bisschen was einlagern. Den ganzen Quarz. So, wir brauchen eine neue Batterie, das heißt, es müssen ein paar Pilze geholt werden. Ich glaube, ich mache mir auch direkt zwei Batterien, damit ich immer eine auf Vorrat habe. Was macht der denn so weit hier? So, Nummer 1. Das Gold tun wir da rein. Und Nummer 2. Sehr schön. So, legen wir eine neue Batterie ein. Die alte. Ja, okay, die heben wir erstmal auf. Okay, das war das, was ich schon erledigt habe. Und da war ich jetzt noch gar nicht. Rettungskapsel 3. Oder war das die, wo ich war? Ich muss mir angewöhnen, die Sachen, wenn ich die gemacht habe, immer grün zu markieren. Dann weiß ich, dass ich das schon war. Gehen jetzt einfach dorthin. Nee, hier war ich noch nicht. Hier sieht es nicht danach aus, als wenn hier noch jemand ist. Kompass. Integrating new PDA. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths. Bioreaktorfragment. Und wir haben den Bioreaktor gelernt. Sehr schön. Es gibt aber noch so viele andere Dinge, die man hier lernen kann. Und es wird dunkel. Spatenfisch. Oder wird es dunkel, weil ich immer tiefer gehe da? Hier sieht es auf jeden Fall so aus, als wenn man hier jede Menge Erze sammeln könnte. Guck mal, da haben wir sogar schon ein Silber. Ich brauche nämlich zwei wieder. Habt ihr hier vielleicht noch ein Silber versteckt in der Höhle? Ein Blei, ne? Survivor, you have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. 500. Your routine for uniform muscle development. 500 haben wir.
So, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Wir werden jetzt das Konstruktionswerkzeug bauen. Kabelsatz. Kompass zeigt die Himmelsrichtung im Sichtfeld an. Da braucht man nur ein Kupferdraht für. Der wird aber hergestellt. Oh, da brauchen wir zwei Kupfer. Sehr schön, jetzt habe ich oben hier einen Kompass. Damit kann ich dann jetzt die Himmelsrichtungen sehen. Sehr, sehr, sehr geil. Aus dem Quarz stelle ich mal ein bisschen Glas her. Damit wir zumindest etwas Platz in dieser Kiste kriegen. Denn die wird jetzt erstmal für die nächste Zeit, glaube ich, mein Lagerraum sein. Damit werde ich mich wohl oder übel abfinden müssen. Daraus können wir, glaube ich, noch keinen Titanstahlbarren herstellen. Okay. Das ist natürlich schade. Okay, ich glaube aber, so habe ich eigentlich gut Platz. So. Jetzt müssen wir überlegen als nächstes. Ich würde ganz gerne die Seemotte bauen. Dafür brauchen wir mobile Fahrzeugstationen. Und dafür muss ich erstmal die Bauplanteile finden. Oh, für die Seemotte habe ich auch so gut wie alles zusammen. Ah, dementsprechend. Ach, guck mal, hier sieht man sogar einige Sachen noch. Scannerraum brauche ich noch ein Fragment und Mehrzweckraum. Okay, der ist schon wieder so weit hier vorne. Mittlerweile ist es schon sehr dunkel. Wir schauen uns trotzdem hier um. Laserschneider. Metallschrott nehmen wir mal mit. Wir müssen ein größeres Wrack finden. Tag 3 neigt sich langsam dem Ende. Hier haben wir ein Wrack. Hier ist scheinbar aber nichts, was von Interesse ist. Dann mal weiter suchen. Schrott nehmen wir nochmal mit. Sauerstoff, 30 Sekunden nur noch. Hier haben wir auf jeden Fall auch wieder ein größeres Wrack.
Abfalleimer. Wichtig. New Blueprint acquired. Hier liegt ein Gabelstapler. Glastisch. Scannen wir auch mal. New Blueprint acquired. Was haben wir denn hier noch? Hier muss doch was Nützliches sein. Na, da haben wir irgendwie nichts Nützliches gefunden, ne? Tag 4 scheint zu beginnen. Jetzt können wir auch schon viel besser wieder was sehen hier. Da haben wir wieder ein Wrack. Oder Wrackteile. Atommüllbehälter. Okay. Bioreaktor. Ich finde alle möglichen Sachen zum Scannen, aber nicht die, die ich brauche. Dann suchen wir mal hier in der Richtung. Ich denke nicht, dass hier was sein wird. Hier sind wieder Wrackteile. Probeanalyse. Ah, gibt's hier was Schönes zum Scannen? Nee, nicht wirklich, ne? Ich habe hier nur irgendwelche Laborausrüstung gefunden, mit der ich, glaube ich, nichts anfangen kann. Haben wir hier noch ein größeres Wrack? Nicht wirklich bisher. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg in die Richtung. Ah, hier haben wir wieder ein Wrackteil.
Okay. Integrating new PDA data. Fragment einer mobilen Fahrzeugstation. Let's go! Signalbojenfragment. Jetzt fängt es doch mal an, interessanter zu werden. Drehstuhl. So, dann holen wir mal ein bisschen Luft wieder. Dann schauen wir uns nochmal hier genauer um. Seegleiterfragment. Batterieladestation-Fragment. Integrating new PDA data. New blueprint acquired. Preparing the day's water ration ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. Flutlicht. Fragment einer mobilen Fahrzeugstation. New blueprint acquired. New blueprint acquired. Oh, haben wir hier noch eine Batterieladestation vielleicht? Ja. Oh Gott, wir müssen schnell raus. Ich muss hoch. Luft holen. Knappe Kiste. Ich möchte da aber nochmal schnell rein. Einmal umgucken, ob hier noch irgendwo was ist. Okay, hier ist nichts mehr. Dann machen wir uns jetzt auf den Rückweg erstmal, weil wir haben jetzt sehr viel hier gefunden. Und ich glaube, jetzt kann ich die ein oder andere Sache, die wichtig ist, bauen. Auf geht's. Und die Batterie muss gewechselt werden. Kritischer Zustand erreicht. Quantenexplosion innerhalb der nächsten 2 Stunden. Danke für die Vorwarnung, Madame.
bereite jetzt alles vor. So, wir haben jede Menge Baupläne gefunden. Also, als nächstes wird jetzt die mobile Fahrzeugstation gemacht. Okay. Also Titan sollte ich jetzt mehr als genug haben. Titanbarren. So. Energiezelle muss als nächstes hergestellt werden. Dafür brauche ich noch Silikon. Sehr schön, da kann ich sogar die leeren Batterien für verwenden. Dann werden die wieder verwertet. Alright. Mobile Fahrzeugstation. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Ja, dann müssen wir gleich ein paar Blasenfische sammeln. Das machen wir sofort. Aber zuerst einmal stellen wir die jetzt auf. Wo haben wir hier Blasenfische? Kommt. Nummer 1 haben wir. Ich würde aber gerne noch einen mitnehmen. Nummer 2. Jetzt werden wir erstmal uns ein bisschen was zu trinken machen. Vital signs stabilizing. Okay, perfekt. This is Avery Quinn, training ship Sunday. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. You still need our assistance. Over. Unterstützung kann ich gebrauchen. Damn, Charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Unterstützung kann ich gut gebrauchen. Jetzt gucken wir mal hier im Bauplan. So, und zwar für die Seemotte. Was brauche ich für die Seemotte? Ich brauche noch Schmierstoff, Energiezelle, Glas und Titanbarren. Schmierstoff müssen wir holen, Glas haben wir. Energiezelle, da muss ich nochmal Kupfer ranholen. Und ich brauche auch Titan. Ja, okay, alles klar. Was war das für ein Geräusch? Hier war ein sehr lautes Geräusch. Das mich ein bisschen verstört hat. Land re-recorded. Distress call. This is Officer Keane in Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Da muss ich hin. Da werde ich als nächstes hingehen, wenn ich die Seemotte habe.
erstmal jetzt ein bisschen Schrott noch sammeln. Mit Schrott komme ich am leichtesten auf die Menge an Titan, die ich noch brauche. Achso, und wir müssen ja eine Energiezelle machen. Da brauche ich zwei Batterien. Ich werde mir wahrscheinlich direkt eine dritte sogar noch machen. Und es fängt an, wieder dunkel zu werden. Damit neigt sich Tag 4 langsam dem Ende. Oh, das kann ich aber auch noch scannen hier. Sehr schön. Und die Fragmente, die wir schon haben, können wir scannen, um Titan zu kriegen. Das ist sehr wichtig. Silber, Kupfer, Blei. Da haben wir noch was. Gold. Quarz. Blei und Silber. Brauche noch ein bisschen Kupfer. Hier unten scheint nichts mehr zu sein, ne? Ich kann aber mal kurz gucken. Okay, Titanstahlbarren kann ich schon mal herstellen. Das reicht schon mal. Batterie kann ich auch schon mal eine herstellen. Kann ich sogar zwei. Ach, ich brauche ja immer nur ein Kupfererz und zwei Säurepilze war's. So. Glas brauchte ich. Okay, jetzt müssen wir nur noch Schmierstoff besorgen. Das ist somit am einfachsten sogar eigentlich. Kriegen wir nämlich direkt hier. Ein einziger reicht erstmal. Und Schmierstoff. Sehr schön. Und es ist soweit. Nee, noch gar nicht. Ich muss noch die Energiezelle craften. Zack. Oh. So. Jetzt ist es soweit. The Seamoth is a fast,
safe mode of transport, but remember that swimming is... Da wird sie gebaut, die Seemotte. Das sieht auch sehr, sehr, sehr beeindruckend aus. Sehr schön. Wir haben eine Seemotte. Das ist gut. Damit kann ich jetzt auf jeden Fall weitere Reisen antreten. Ich würde auch sagen, entsprechend, ich habe jetzt hier wieder ein bisschen Platz drin. Packe ich jetzt erstmal ein paar Sachen rein. Ich weiß halt nicht, ob ich was mit dieser Laborausrüstung anfangen kann. Und dann würde ich sogar noch sagen, ich hole mir noch eben schnell mal ein bisschen was, damit ich gleich genug Food habe. Und dann geht's auf eine größere Tour. Es gibt ja jede Menge hier zu entdecken. Schon mal Wasser machen wieder. Okay. Food. Sehr schön. Jetzt kann ich mal auf jeden Fall noch mal ein paar Wasserflaschen machen. So. Damit haben wir genug auf Lager. Die lasse ich mal so, wie die sind. Und gab es nicht sogar hier bei der Seemotte? Oder vertue ich mich da gerade? Ach nee, hier muss ich erst Erweiterungsmodule einsetzen, ne? Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass die Seemotte einen Behälter hat. Aber wahrscheinlich muss man da erst eine Erweiterung für haben. Okay, dann gucken wir uns jetzt einmal ganz kurz um. Ich habe auch noch eine neue Message. Die würde ich sagen, höre ich mir noch an. This is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad... How many of you... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. Bad option, all right, but so are all the others. Okay. Ja, dann würde ich sagen, auf geht es. Wir haben eine Mission. Da fühle ich mich gleich schon viel wohler mit. In dieser Seemotte. Boah, das ist aber sehr weit entfernt. Das ist auch in 300 Meter Tiefe, wenn ich das richtig sehe. Also die Seemotte hält nur bis 200 aus.
Oh. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. In T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh yes! Strahlenschutzanzug. Es geht in die Tiefe. Jetzt fängt das Spiel richtig an. Tag 5 und es geht in die Tiefe. Mehr schafft die Motte nicht. Modifizierungsstation Fragment. Kommandostuhl. Haben wir sonst noch irgendwelche wichtigen Dinge? Wärmekraftwerk Fragment. Mensch. Was bist du denn für ein Vieh? Tauchdockfragment. Krebs-Torpedoarm-Fragment. Okay, wir finden hier allerhand Fragmente, Leute. Biodiversity in this region is unusually low. Cause unknown. Ah, Artenvielfalt, okay. Oh, da haben wir noch was. Datenbox öffnen. Fahrzeugerweiterungskonsole. Salzsäure. Ich sag euch, das sieht mir auch hier alles nicht ganz so geheuer aus. Wir machen uns erstmal auf den Weg zurück. Ich muss eben ganz kurz was schauen. Tiefenmodul. Ah! Vergrößert die sichere Tauchtiefe. Nicht stapelbar. Zwei Glas- und Titanbarren brauchen wir dafür nur. So, und jetzt muss ich nämlich diese Erweiterung... Ach, guck mal hier. Da gibt es sogar schon mehrere, die ich kann. Aber ich muss erstmal die Erweiterungsstation, glaube ich, bauen. Wobei, nee, ich kann das, glaube ich, schon jetzt direkt craften. Dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zurück zur Kapsel. Das scheint etwas zu sein, das ich jetzt schon angehen könnte.
Die Tour hat sich auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen gelohnt. Ich bin sehr gut vorangekommen. Ich glaube, ich muss meine Seemotte gleich mal ein bisschen reparieren. Als nächstes wird auch jetzt bald eine Basis wichtig. Ich brauche ganz, ganz dringend bald eine Basis. Ne, ich kann hier keine Erweiterungen bauen, ne? Ja, dann brauche ich ganz dringend eine Basis jetzt. Dann steht ja jetzt der Fahrplan fest. Wir müssen eine Basis bauen, Leute. Weil ich die Fahrzeugerweiterungen, so wie es aussieht, auch wirklich nur in der... Nee, Modifizierungsstation. Da kann ich die bestimmt drinne bauen. Aber das heißt, ich muss ja so oder so muss ich eine Basis haben. Alles klar, dann steht der Fahrplan fest. Dann würde ich sagen, der nächste Step jetzt an Tag 5 wird sein, dass ich den Mehrzweckraum mir besorge. Damit ich einfach auch genug Platz zum Bauen habe. Und wir müssen ja so oder so die Modifizierungsstation auch haben. Dementsprechend steigen wir mal in unsere Seemotte. Drehen ein wenig. Und dann geht es erstmal hier in diese Richtung. So. Dort werden wir jetzt erstmal ein bisschen Stuff besorgen. Ich muss aber auch noch gleich gucken, wie ich das letzte Teil von der Modifizierungsstation finde. Dann werde ich mich nämlich jetzt in den nächsten Tagen erstmal darum kümmern, eine vernünftige Behausung, von der aus wir vernünftig agieren können, zu bauen. Sonst sind wir hier nur am Craften wie verrückt. Oh, jetzt geht's hier über den tiefen Abgrund. Das ist sogar jetzt fast da, wo ich vorhin war, ne? Oh, man sieht's schon am Horizont. Da hinten haben wir eine Insel. Und da werden wir jetzt an Land gehen. Der erste Tag, wo wir uns an Land bewegen werden. Hier scheint eine gute Stelle zum Anlegen zu sein. Perfekt. Up multiple energy signatures on the island's surface. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Das sind die Sachen, die wir suchen. Erstmal die Höhlenkrabbe hier fertig scannen. Integrating new PDA data.
Infektion. Mensch. Boah, diese Krabben. Ja, ich bin drinne. Versorgungskiste. New Blueprint acquired. Integrate EDA data. Okay. Integrating new EDA data. So, den können wir auch scannen. Zack. New Blueprint acquired. Scheinwerfer. Ja, man sollte die Sachen immer so genau unter die Lupe nehmen. Hier findet man sehr viel. Kann ich die eigentlich auch neu einscannen? Nee, ne? Okay. Die ist auf jeden Fall nicht infiziert. So. Oh, eine violette Tafel. Eine antike fremde Tafel mit einem violetten Symbol. Integrating new PDA data. Okay, haben wir jetzt mitgenommen, die Tafel. Jetzt geht's erstmal weiter hoch. Okay. Jetzt ist die Frage, aus welcher Höhle bin ich gerade gekommen? Okay, hier geht's weiter hoch, ja. Das sieht gut aus. Hier geht's immer höher. Okay, wir haben unser Ziel erreicht. Observatorium. Das scannen wir natürlich auch. Schicker neuer Bauplan. Hier gibt es so viel zum Scannen. So. Oh, den Pflanzentopf kann ich auch schon scannen. Okay, alles gemampft. Da hinten gibt es aber auch noch mal auf dem Berg eine Kuppel oder so. Das heißt, da gehe ich auch entsprechend jetzt hin und untersuche die. Da gehe ich am besten das Stück hier.
So, Tag 5 hat sich dem Ende geneigt. Wir sind mittlerweile angekommen bei Tag 6. Stasegewehrfragment. Haben wir hier nochmal? Okay, habe ich gelernt. Hier haben wir ein Wasser drinne. Innenbeetkasten. Farnpalme. Laternenbaum. Und ich habe eine Laternenfrucht. Okay. Larvenkorb. Einheimische Lebensform. Okay. Ich scheine jetzt erstmal hier alles zu haben, was wichtig ist. Dementsprechend mache ich mich jetzt auf den Weg wieder weg. Okay, die Sachen kann ich hier nicht scannen. Voxelstrauch. Hier gibt es wieder sehr viele Dinge, die gescannt werden wollen. Ah, das da hinten sieht mir auch nach was aus, was gescannt werden kann. Ah, okay, das ist dieser Larvenkorb. Okay. Dann würde ich sagen, als nächstes. Welcome aboard, Captain. Dankeschön. Als nächstes würde ich sagen, machen wir uns jetzt ran und gucken, dass wir den letzten Teil von dem Modifizierungsstationen-Bauplan kriegen. Und was ich natürlich auch ganz gerne hätte, wäre das Tauchdock. Den Scannerraum. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal wieder hoch. Ich habe hier keine Orientierung, wo ich gerade genau bin. Ich weiß nur eins, ich bin sehr weit weg. Wir machen uns lieber erstmal auf den Weg zurück, wo ich ein bisschen Orientierung habe. Hier zum Beispiel, so. Zum Beispiel auch wieder ein Wrack. Oh. Okay. Da brauche ich den Schneider. Da komme ich noch nicht rein. Scannerraumfragment, sehr schön. Okay. New blueprint acquired. Das ist ja schon mal eine gute Sache, ne? Dann haben wir das zusammen. Jetzt sind wir wieder auf Kurs hier. Und dann würde ich sagen, entsprechend machen wir uns jetzt nochmal auf den Weg in die Richtung,
und schauen, ob wir hier vielleicht noch irgendwo ein... Was haben wir hier? Blei. Spezialausrüstung nötig. Dann schauen wir, dass wir hier noch irgendwo einen Wrack finden. Nach einem Seemottenfragment aus, ja. Das nehmen wir auch noch mal mit. Jetzt wieder ein bisschen in die Tiefe. Oh. Wir müssen auf jeden Fall die Seemotte gleich mal reparieren. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Okay, wir nehmen, wo haben wir das Reparaturwerkzeug? Das erstmal auf die 5. Oh. Dann reparieren wir erstmal unsere Seemotte wieder. Tauchdock-Fragment. Sieh mal einer an. Sehr schön. So, wie sieht's aus hier? Energiezellenladestation. Das ist natürlich auch eine nette Sache, ne? Das können wir gut gebrauchen. Boah, da geht's richtig, richtig tief runter. Das liebe ich ja. Dass es hier so Stellen gibt. Da könnte man quasi... reintauchen und dann geht es einfach unfassbar tief runter. Tauchdock-Fragment. Okay, hier oben haben wir sogar nochmal. Ein Wrackteil. Okay, da komme ich auch wieder nur mit dem Schneider rein. Von der Modifizierungsstation sind hier keine weiteren Teile zu sehen. So wie es aussieht. 30 seconds. Das habe ich schon gelootet. Warning. Maximum depth reached. Oh ja, sorry, sorry. Auf der Suche nach Wracks. Okay. Sogar ein sehr großes Wrack. Damage to plant life on the seafloor suggests this may be the migration path of a huge bottom dwelling life form. Oh, was haben wir denn da? Zyklopbrückenfragment von einem U-Boot.
Aber eigentlich bin ich hier gar nicht auf der Suche nach sowas. Aber wenn es jetzt hier schon ist, nehmen wir es natürlich mit, ne? Ladeschachterweiterung. Ey, ich brauche hier meine anderen Sachen. Da bin ich überall nicht auf der Suche nach. Kann ich hier irgendwo reintauchen? Oh ja, hier. Okay. Im Inneren. New Blueprint acquired. Schubkanone. Eine Tür. Ist geöffnet. Mehr scheint hier nicht zu sein. Ich habe hier auf jeden Fall Baupläne jetzt gerade für etwas gefunden, was eigentlich erst sehr, sehr, sehr spät, glaube ich, nützlich wird. Normalerweise bin ich hier gerade auf der Suche nach was ganz anderem. Wir kehren zurück zur Motte. Welcome aboard, Captain. Trinken habe ich hier. Sehr gut. Mal wieder voll machen. Okay. Da muss ich mich auf die Suche nach weiteren Wrackteilen machen. Oh nein, ich bin hier in der Höhle. Raus. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Hier haben wir jede Menge Felsen. Ich muss einen Wrack finden, wo ich noch eine Erweiterungsstation kriege. Das ist ganz wichtig. Ich werde mich jetzt hier umschauen. Hier gibt es sicherlich auch noch die ein oder anderen Wracks, die ich noch nicht habe.
Okay, da geht es sehr weit runter. Da kann ich, glaube ich, noch nichts anfangen. Wieder repariert. Weiter geht's. Ich weiß nicht, wie es euch gerade hier beim Zuschauen geht, aber das ist schon ziemlich creepy, oder? Ich finde es sehr creepy. Man weiß halt nie, wo was kommt. The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle. Signatures. Schwache Signale von Altera-Fahrzeugen. Danke für den Hinweis, Madame. Ich halte die Augen offen. Autsch. Oh, aua, aua. Ich konnte bis jetzt hier noch nichts Interessantes finden. Ich bin so auf der Suche nach Wracks. Das sind alles Felsen, ne? Bis jetzt leider gar kein Glück. Hier. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, ob das ein Wrack ist, wo ich schon drinne war. Nein, auf gar keinen Fall. Bitte. Hier muss doch... Schubkanone. Die habe ich schon. Ist leider alles hier nichts, ne? Alles nichts, womit ich mal anfangen kann. Na, erstmal direkt repariert. Weiter geht's. Knochenhai. Ich will dich aber gerne scannen. Der sieht auch cool aus. Gefällt mir sehr vom Design.
Okay. Ich bin erstmal jetzt hier unterwegs noch. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier wracktechnisch irgendwas. Bis jetzt habe ich leider, was die Wracks angeht, nicht so viel Glück mehr gehabt. Das eine war wirklich ein Jackpot, aber danach... Jetzt gerade ist es nur ein bisschen so wie so ein Trauerspiel. Strahlung registriert, oh Gott. Warum kriege ich immer noch Schaden? Oh nein, ich falle der Strahlung zum Opfer, oder wie? Nein, ich hab's geschafft. Okay. Da kann ich überall nicht in die Richtung. Okay. Dann gucken wir mal nach da hinten noch. Sind übrigens mittlerweile bei Tag 6 angekommen. Okay, hier haben wir ein riesiges rotes Feld. Da hinten ist auf jeden Fall ein Wrack, aber das könnte eins sein, wo ich schon war.